Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play von Deadlight. Mein Name ist Broken und ich habe hier ein neues Spiel mir auf die Platte gezimmert. Kurze Geschichte dazu, das Spiel gab es auf der Xbox. Ich hatte mal vor ein paar Monaten, war das glaube ich, Interesse an der Xbox. Deswegen habe ich beim Kollege dieses Spiel gesehen. Und ich hatte es zufällig gestern bei Steam gesehen für 6 Euro und habe direkt zugeschlagen. Mir gefällt diese Art Spiel, erinnert mich sehr, sehr stark an Prince of Persia von damals. Kennt vielleicht der ein oder andere diese 2D-Geschichte. Hier ist es auch 2D, wird so beschrieben, glaube ich, mit 2,5D. Man läuft so vorne, also so im Vordergrund praktisch im Spiel. Und im Hintergrund ist halt diese ganze Zombie-Apokalypse. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist teilweise viel, viel geiler gemacht, dieses Survival-Horror. Als in manche großen Spiele wie Resident Evil und so. Ja, also, hab ein bisschen gespielt, macht mir sehr viel Spaß. So, ich habe kleine Probleme. Ich habe das Spiel auch nochmal gelöscht, für neu anzufangen. Leider Gottes macht er aber trotzdem dort weiter. Irgendwie. Ja, deswegen, ich glaube, das kann man auch irgendwie komplett löschen. Aber das, ich mag jetzt einfach spielen. Es gibt nämlich hier Tagebucheinträge. Und ja, die fehlen dann jetzt, wenn ich jetzt neu anfange praktisch. Die habe ich hier schon gefunden. Deswegen müsst ihr mal ein bisschen verzeihen. Okay, da habe ich den Handheld auch schon gefunden. Komplette Xbox-Controller-Unterstützung finde ich richtig gut. Es ist das erste Mal, wo ich meinen Xbox-Controller benutze. Aber ihr werdet oft merken im Spiel, ich komme manchmal noch nicht so zurecht mit dem Xbox-Controller. Ich bin ja der PlayStation-Controller gewöhnt. Also, ja. Hoffentlich klatsche ich das Ding nicht gegen die Wand. So. Wir spielen dann mal direkt los, der Anfang. Viel Spaß mit diesem Let's Play. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that make men crazy. Tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said Why? Not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the safe. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Good luck, Randy. Yeah, und da sind wir auch schon. Das ist praktisch die Ingame-Grafik auch. Ich hoffe, dass ich alles... Moment mal, die Einstellungen. Audio, okay. Zurück ist B. So, fortsetzen. Oben links sieht man meine Anzeige. Ich habe nur 3 Lebenspunkte. Unten, das ist die Energieanzeige. Und hier ist die Carla, die ich umgepustet habe.
Aber irgendwie habe ich die erschossen. Aber leider habe ich keine Pistole irgendwie. Komisch. Stimmt schon was nicht. Fleisch ist voller Bissspuren und Quetschungen. Kann ich die nicht noch mehr messen? Ihr wurde direkt in den Kopf geschossen. Ja, von wem nur, ne? Was stand da? Grün? Springen, ne? Auf Sammelobjekte kannst du über Randalls Erinnerungen zugreifen. Genau, mit diesen Erinnerungen, Tagebuchgeschichten und so, muss ich mal überlegen, wie ich das noch mache, die Sachen, die ich schon hier gesammelt habe. Vielleicht in einem extra Video mal zeigen, falls ihr überhaupt Interesse daran habt, aber ich denke mal so allgemein das Spiel hier. Sieht halt gut aus. So geht das die ganze Zeit im Hintergrund. Tür einzutreten. Bang! Komm schon auf die Zombies. Also ich habe jetzt irgendwie noch keine Waffe. Ich habe noch nicht so weit gespielt, dass ich überhaupt eine Waffe bekommen habe. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt eine Waffe bekomme. Hier muss ich das Teil da oben drauf schmeißen. Yeah, schnell weg hier. Zombie. Das Versteck in Seattle muss die letzte Festung im Nordwesten der Pazifikküste sein. Jeder, der noch am Leben ist, will es erreichen. Ist hier nichts mehr? Nee. Jumpen wir mal! Sehr schön gemacht. So, kleine Zombies. Kommt. Zack! Na, wie war das? Wo laufen die jetzt hin? Komm, hier gibt's Futter. Frischfleisch. Ja, wie komme ich schon hoch? Ah, okay. Da oben war zwar auch nur ein Tagebuchding, das weiß ich noch, aber das ist auch weg. Ja, okay. Hier gibt es bestimmt Secrets und alles. Ich muss gucken, dass ich da alles erforsche und mache. Vielleicht gibt es auch diverse Sachen dann zum Finden. Na, komm hier. Runter. Ui. Da links gab es auch noch ein Secret, glaube ich. Da hängt immer das Kabel an dem Teil hier. Das kenne ich nämlich alles schon. War das jetzt X oder Grün? Grün, ne? Ne, X war es. X, X, drück X! Zack! Kaputt gemacht. Ich glaube irgendwie... Ich will immer nach oben drücken, fährt doch rein. Also ich kann sozusagen jetzt eigentlich gar nichts gegen die Zombies machen. Moment, ich muss mir mein Kabel... Ach, das ist hier ein Kabelsalat, die Kopfhörer. Dann vom Controller. Na komm, mach schon. So. Und jetzt, springen. Sieht schon schön aus, der Hintergrund. Also, finde ich schon genial gemacht. Nein! Oh, Scheiße! Gott. Hier rutscht man da runter. Ne, rutschen geht hier nicht. Fallen lassen. Sprinten und zack! Schafft. Wie kann ich runterrutschen? Die anderen haben es geschafft. Sie verdienen besser als diese Welt. Ah, die fahren da hinten gerade weg. So, Moment, die muss ich jetzt rufen. Am Anfang mit der Schwester, wo ich den Kopf gepustet habe. Ja gut, die hat sich halt in einen Zombie verwandelt, ne? Was soll ich machen? Gab's, glaube ich, noch was, ne?
Verbandskasten. Die finde ich ab und zu. Zum Glück geht es mir gut und ich brauche nichts daraus. Das ist gut. So. Hier weiß ich auch noch alles, wie es geht. Und bin ich, wie ich es Ehrschmuck spielt, dann voll drauf gegangen. Da wusste ich nicht mit dem Sprinten so genau. Da muss ich einfach nur durchsprinten. So. Wir sind jetzt im Wartungstunnel. Hier steht, der Highway liegt am Ende dieses Tunnels. Das ist der direkte Weg zum Versteck. Shannon und Lydia können inzwischen auch dort sein. So, hier hinten habe ich den Handheld gefunden. Das sind so Minispiele. Mann, geh hoch, ey, Dreckbock! Oh! Hier war der Handheld. Also das sind so Minispiele. Ist jetzt nichts Besonderes. Kann ich auch mal irgendwann mal noch zeigen. So, ich habe immer das Gefühl... Jawohl, gegen die Wand gelaufen mal. Hoi! Weil ich weiß, dass er kommt. Ich erschrecke mich jedes Mal. Finde ich irgendwie schon cool gemacht. Die Geschwindigkeit vom Spiel ist auch sehr schön. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Ja, wenn man so viele Tote gesehen hat, ist klar, ne? Hier wusste ich auch nicht, ich habe das nicht gelesen, das ist das erste Mal, wo ich gespielt habe. Mann! Randall kann nicht schwimmen, geht daher nicht ins tiefe Wasser. So, da muss ich, glaube ich, da drüber jumpen und... Zack! Oh no! Fuck! Dreh ich mich schon auf wieder! Oh, leck. Wie ich ohne Mikrofon gespielt habe, klappe die Situation, sobald das Mikrofon vor mir steht, ey. Na klar, ich viel zu früh abgesprungen. Jetzt habe ich es geschafft. So, passt mal auf hier. Soll nicht so schlimm, man verliert auch jetzt keine Energie oder so. Ist das schon irgendwas? Kann ich, glaube ich, gegen die Mauer so springen, ne? Ich reg mich eigentlich unglaublich viel auf bei so Spiele. Gerade wenn das immer so mit deiner... hier mit so Jump-and-Run-Dinger hier. Ich gucke auch immer wieder auf den Controller drauf, weil ich das nicht so gewohnt bin. Gibt's noch irgendwas? Nee. Oh, das sind Zombies. Jetzt kommt doch gleich die Stelle, wo ich nicht mehr weiter weiß. Auf. Kann ja nicht sprinten. Geht denn schneller? Oh, der will mal gleich einen Arsch beißen, der Junge. Drummer, 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 drummer. Genau, die kommen nämlich nicht drüber. Bisschen verspotten. Komm hier. Mh, Mittagessen. Lecker, lecker Menschenfleisch. Na, wie ist es? Ist hier noch was? Mann, rennt da immer wie bekloppt gegen die. Ach, ist schon wieder so ein Sprungding hier. Zack und. Hoch, hoch, hoch! Oh, das ist aber wieder knapp. Haben wir hier? Verbandskasten. Ah, okay. Oh, Scheiße! Das ist das, ich drück da immer wie bekloppt auf den Tasten rum. Okay, laut der Karte muss ich über den Highway, um zum Versteck zu gelangen. Aber wunderbar gemacht, hä? Der lebt doch bestimmt noch. Ja, gibt's auch nichts. Hier finde ich cool, das sieht gut aus im Hintergrund. Alles zermatscht. Es
weh, wenn man ein bisschen das drauf hat. Noch nicht so beschissen mit dem. Das ist von unserer Welt noch übrig. Das sind die Überreste des Krieges zwischen Mensch und Schatten. Ein Blick auf das, was aus uns werden wird. Die Hölle auf Erden. Deadlight. Yeah, komm, wir sprinten mal hier vorbei. Oder wollen wir ein bisschen die Aussicht genießen? Ah ne, da kommen noch ein paar Kollegen von mir. Ah, ich dachte schon nicht, meine Aufnahme wird ruckeln. Kein Ausdauer mehr, okay? Sehr schön. Ui.